wie weit der losfährt. Wie haben die die. Oh, das ist furchtbar. Wie haben die die Sprungantriebe genannt? Warp-Antrieb. Warp-Antrieb. Ja. Jump Drive B und das andere Ding heißt Warp-Antrieb. Wunderbar. Und welches nehmen wir? Die werden sich wahrscheinlich nicht miteinander vertragen. Keine Ahnung, ich spring einfach mal. Wieso? Achtung, ja. Der Sprung geht los. In 3, 2, 1. Jump Drives cannot. Achso, okay, wir würden schon in den Planeten reinspringen. Das heißt, ich muss ihn. Okay. Das ist aber ein freundlicher Computer, dass der uns das dann noch sagt. Das ist doch nett. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Eigentlich müssten Sie das sagen. Sie sind ja das Programm. Ach so. Speed Jump. So, warte mal. Ich würde einfach alle sterben lassen. Jump. So, dann setzen wir mal die Sprungreichweite runter von. Bleibt das. Kommt das Hologramm oben dann mit, oder? Was kommt mit? Das Hologramm. Nicht ich. Oh, die Location. Da oben das. Ich glaube schon, doch, ja. Ja, das Hologramm kommt mit. On. Show on hat. Das Hologramm kommt mit. Ja, ich versuche gerade durchzusteigen, was die hier gemacht haben. Hilfe! Jump drives cannot be used to jump into natural gravity fields. Wo kann man die Reichweite ändern? Jump drive und dann runterregeln. Also. Warp-Antrieb. Ja, genau. Machst geh du mal richtig. bei dem anderen. Jump Drive Jump. BB. Den habe ich jetzt auf 438 Kilometer. Das müsste ungefähr passen. Hast du was geändert? Beim Jump Drive BB habe ich was geändert. Das steht auf 438. Okay, dann mache ich jetzt mal einen Sprung. Achtung, geht los. Jump Drive, 438 Kilometer, yes, go. Achtung, es geht los, oh Gott. Oh oh. You will die like pigs in hell. Kazem, wo ist der blöde Planet? Rechts, nee, links. Da ist der Mars. Direkt unter uns. Direkt unter uns. Ah, ist doch schön. Sehen Sie, ich kann was. Wunderbar. So, wo ist der Mond von dem Ding? Ach, direkt über uns. Ach, so ein Mist aber auch. Was hast du denn? Das Ding da unten ist mitgekommen. Ja, natürlich ist das mitgekommen. Hast du es abgestellt? War mein Plan. Nein, nein. So, nein, nein. Ich würde mal sagen, wir landen jetzt mal in der Polgegend. Da gibt es nämlich, da gibt es so, Eis. Ach so, ihr landet. Ja, aber nicht mit dem Großen. Posten, keine Sorge. Ah, okay. Also, ich hatte es nicht vor. Also mit dem kleinen Bohrschiff. Mit dem kleinen Tor. So, Mr. Fleck, wir betätigen jetzt die Luftschleuse. Bitte denken Sie dran. So, ich? Hab ich damit zu tun? So. Genau. So, oh Gott, oh Gott. Mir fällt da gerade was Siebenteils ein. Möchten wir Munition mitnehmen, oder? Nehmt Munition und Waffen mit. Da unten sind Spinnen. Oh, Spinnen. Schön. Also, ich mach da mal Waffen. Die sind alle in dem Container, du brauchst keine machen. Ach so, ich wollte so eine Spezial. Nein, brauchst auch keine Spezial. Da unten sind Waffen, also in dem Cargo-Container. Was das andere, was mich irritiert, ihr habt alle keine Sauerstoffbehälter, kann das sein? Ja. Ja, es fehlt Silber. Wo kriegen wir denn jetzt Sauerstoffbehälter? Wofür benötigt man eigentlich Silber für Sauerstoffbehälter? Ja, genau. Bestimmt für die Auskleidung, ich habe keine Ahnung. Die haben gleich auch schon geblinzelt. Wie machen wir das jetzt mit euch? Wo könnten ihr euch da auftanken? Ach, der Alienplanet, das hat doch sicher eine. Nein, hat er nicht. Schade. Ich überlege gerade, kann man irgendwo an dem Pott hier auftanken? Nee, ne? Nee. Doch, wenn man sich ja ins Cockpit setzt, aber ja. Da sitzt ja dann schon einer drinne. Müssen wir uns abwechseln. Ja, wenn du während des Abstürzens... Ja, genau. Beim Aussteigen. Von mir aus... Also ich nehme gerade Munition mit. Ja, also ich habe 28 Stück, das dürfte normalerweise für mich reichen. Also ich habe jetzt mal 200 gemacht, das müsste reichen, oder? Ich würde sagen, ja. Gott, haben wir viel Uran. Nochmal kurz. Gibt es seltene Mineralien auf dem Planeten? Oder? Ja, wenn wir das Silber finden, vielleicht... weiß ich nicht, ob wir da seltene Dinge finden. Ich habe witzigerweise drei Pullen
Sauerstoff. Pass auf, ich könnte zwei abgeben, dann hat aber einer immer noch keinen Sauerstoff. Ich brauche keins. Nee, Risk-Taker. Risk-Taker, alles klar. Dann würde ich einen nehmen. Was? Dann würde ich einen nehmen. Dann komm mal her, dann schmeiß ich die hier auf den... Da. Auf den teuren Fußboden. Auf den teuren Fußboden. Warte, Moment. Wir brauchen übrigens noch Teppich. Eine Pulle Sauerstoff, die müsste aber noch aufladen. Hier liegt eine. Ja, hab ich. Und dann schmeiß ich noch eine zweite ab hier für jemand anders. Die ist schon groß, oder? Ja, hab ich auch schon mal. Im Vergleich. Kindersarg. Ja. Doch, habt ihr das? Dann würde ich im Cockpit bleiben. Hell Angel, willst du nicht doch eine haben? Ja, warte mal kurz. Ich schau mal kurz gerade, wo Silber drin ist. Dann nehme ich einen von den Materialien auseinander. Was? Du nimmst mein Schiff auseinander? Nee, nein, das ist kein von deinem Schiff. Du hast ja überall so viele Sachen übrig. Was? Wir haben Sachen übrig? Hoppala, das war falsch. Oh, ist das hell? Muss erstmal auftanken. Nee, es ist Hell Angel. Ha! Du stehst aber auch direkt neben der Düse. Willst du dich grillen oder was? Ist so schön warm. Hala. Der Weltraum ist kalt. Der Weltraum ist kalt, genau. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Eis wir in der Kiste drin haben. Das Hologramm hier oben, das ist... Könnt ihr mir mal einen Gefallen tun? Könnt ihr mal aus dem Großschiff jeder noch eine Ladung Eis ranschaffen und in das kleine Schiff packen? Aber selbstverständlich. Einfach eine Ladung Eis aus dem großen Schiff in das kleine rüberbuchten. Jeder so ein 7, keine Ahnung was. Nicht, dass wir da... Hat jeder jetzt Munition? Nur mal nochmal so. Ich hab Munition. So, wie viel soll ich übernehmen? Na, eine Ladung. Ich kann's eh nicht mehr als 7 oder 8K nehmen, oder? 9,97. Ja. Und einfach in das kleine Schiff rüberwuchten. Wo rein am besten? Hier? Das da? Irgendwo. Das da? Irgendwo geht das rein. Hier beim Connector auf der anderen Seite. Ah. Oh. Das ist aber schön. Da. Dann haben wir da genug Eis drin, da genug Eis drin. Ich guck gerade, wo ihr Eis reingepackt habt. Da ist Uran drin. Das Uran haben wir wirklich mehr als genug. Das ist kein Ding. Ach, das ist voll. Genau, die sind voll. Die Oxygen Generator, da könnt ihr nichts reintun. Aber ihr könnt in den Cargo Container was reintun. Mit Loch auf 10 Tonnen. Container. So. Zum Beispiel, da ist jetzt eine Ladung drin, genau. Also eine Ladung haben wir im mittleren Frachtcontainer. Ah, Moment, meine kommt auch noch. Da, Medium-Cargo-Container. So. Nein, mittlerer. Da steht doch mittlerer. Das ist auch drin, im Prinzip könnt ihr noch eine Ladung holen. Das wurde aber gerade aus dem mittleren Frachtcontainer raus. Ja, das wurde automatisch in den Oxygen-Generator reingezogen. Na gut. Ist sehr gierig. Da ist ja sehr gierig drin, ne? So. So, jetzt haben wir nämlich eine volle Ladung in jedem Oxygen Generator, eine volle Ladung Eis. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen da reintun, dann müsste das theoretisch reichen. Theoretisch. Sagte er und starb danach. Ich spare so, ich habe jetzt auch noch Eis. Wohin damit? In das kleine Schiff. Hui! Nee, warte. Moment, ich muss noch kurz mal Oxygen tanken. Ich habe nur noch 24%. Dann mal Oxygen. Oh ja. Was? Und ich weg auch. Sind sie. So, die Hydrogen-Tanks sind voll. Ich schieße hier weg. Oh Gott, jetzt. Das sieht so gruselig aus, vor allem mit dem dicken Pott oben drauf. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn Hell Angel sich ausloggt? Ist dann das Hologramm immer noch da? Nee, das ist im Projektor speichert. Ach, du also wir müssen nur den Projektor vernichten. Ich glaube, wir machen das wie mit Hell Angels Sonde. Wir vergessen die irgendwann. Ja. Also ich glaube, wir könnten jetzt... Also ich habe 7000 Schuss, das müsste reichen. Ja. Militant. Dann. Das, also, das heißt, ich kann das MAN 7000 mal töten. Aha. Ja. Ein Moment, ja. Dann nicht los. Seid ihr bereit? Nein.
Nein, seid ihr nicht. Dann nebenbei, ich setz mal hier übrigens ein GPS-Signal, damit wir unser Schiff wiederfinden. Fällt mir gerade. Ja, gute Idee. Details ein. Mr. Fleck. Ja? Können Sie sich noch daran erinnern, Sie hatten mal eine Art Schrottpresse, wo man dann Teile, Schiffsteile oder ganze Schiffe reinbringen konnte und die dann zu vernichten. Ich hatte das nicht, das hat der Tracy gebaut. Jedenfalls vor langer Zeit. Ich würde sagen, ja, so etwas könnte man dann auch gebrauchen. Vielleicht in das Schiff integrieren oder bei ihrer Basis oder irgendwo eine Weltraumstation. Also eine Raumstation wäre ja noch das Nonplusultra, was dieses Sonnensystem benötigt. Auf jeden Fall, das werden wir auf jeden Fall noch bauen. Aber das sollten Sie nicht jeden dran lassen. Wir können es ja so machen, wir bauen eine Raumstation so wie... Ich sehe, ihr sitzt alle schon, ja? Ja, wie in Deep Space Nine. Ja, das heißt, ich kann jetzt, während ihr faselt, kann ich losfliegen. Heißt dann, jedes Volk baut mal mit und am Ende sind die Ingenieure sehr verloren, weil alles miteinander nicht funktioniert. So, jetzt kommt erstmal die Speicherung. Ich speichere erstmal, falls wir hier irgendwie verschütt gehen sollten. Und ich würde sagen, wir landen da auf dem, was haltet ihr vom... Ah, ist egal, wir fliegen einfach los. Pfeif drauf. Hätten Sie große Lust, im Dunkeln zu landen? Nein. Ich auch nicht. Egal, runter kommen sie immer. Runter kommen sie immer. Ich flieg mal über den Pol. Ja. Ja? Über die Pole. Der ist schon vor uns. Gestrandet auf dem Alien-Planeten. So, also, wir haben jetzt 100% Geschwindigkeit und ich schalte die Dampener aus und wir gleiten jetzt erstmal. Sagt Tschüss zum Mutterschiff. Tschüss, Mutterschiff. Wir sind unterwegs. Hat irgendjemand was vergessen? Wollt ihr nochmal Pipi machen oder so? Nö, passt schon. Ist im Anzug drin. Das wird so unglaublich. Ich hab mein Eis vergessen. Ich möchte Denn Eis. Was? Ich was möchte Eis. Zum Kummer. Ich muss erstmal gucken. Also hinten rechts sitzt Hell Angel in Rot. Der Antran hinten links in, ich glaube, Schwarz. Ja, ungefähr. Und vorne das MAN in... Weiß. In Grau, Weiß, was auch immer. Weiß sagen. Das wird das reinste Chaos geben. Wir werden abstürzen. Da unten gibt es übrigens Spinnen. Da habe ich schon erwähnt, dass ihr Munition mitnehmen sollt. Nee. Ach, jetzt? Ja. So, das, jetzt würde ich sagen. Ach, sind die eigentlich stabil? Weiß das einer? Also stabil sind die, aber wo gibt es denn schon mehr die Höllenhunde? Die Höllenhunde habe ich noch nicht angeschaltet. Ah, okay. Ich dachte mir, Spinnen reichen erstmal. Oder? Ja. Mr. Fleck, eigentlich könnten wir das Schiff ja bunt benannt lassen. Alle wären zufrieden, weil wir könnten es auch komplett weiß machen. Und Sie wissen ja auch, Nee, ich meine unser Haupt, das Mutterschiff. Ach so. Und ist klar, ja. Denn das physikalische Bund ist ja weiß. Ist ja richtig. Und so dürfen ja im Grunde alle zufrieden sein, wenn wir das Schiff weiß streichen. Darf ich übrigens erwähnen, wenn ihr, das ist eine komplett richtige Idee, ich hätte eine ganz andere Idee, ihr steigt gleich, wenn die Planetengravitation anspringt, aus und dann fallt ihr getrennt vom Schiff runter. Okay. Nein, mach das nicht. Ich bin immer los, ne? Oh Gott. Wer als erster auf dem Boden aufplatscht, gewinnt. Oh Gott, wir sind schon 13 Kilometer von dem Schiff weg. Ich habe irgendwie so ein bisschen, weiß ich auch nicht, so eine gewisse Art von Panik. Könnt ihr das nachvollziehen? Na. Ja. Mit uns an deiner Seite. Kann ich nachvollziehen. Ich könnte jetzt natürlich auch voll, ich guck mal ganz kurz nach, wie viel. Ich schalte mal kurz die Hydrogen Thruster aus. Die Hydrogen Thruster, die müssten jetzt alle aus sein. Jetzt müssten wir nur die... Erstmal gucken. Ja, wir haben jetzt nur die kleinen Thruster. Ich ziel mal auf den Planeten, ja, und gebe mal Schub hier. Oh, ja, oh. It goes down. Freut ihr euch, ihr Lümmels. Das Leben ist ein hartes. Hab ich da Düsen angebracht? Ich sehe da keine. Da links auf den Bergspitzen wäre Eis. Ja. Von welchen Bergspitzen? Da gibt's so viele. Da links.
Da links. Da links. Ich glaube, er meint da, wo die Sonne aufgeht. Oder unter. Nein, auf. Nee, ja, ich glaube, sie geht auf. Oder links oder rechts. Übrigens muss ich sagen, zwar gibt es im Weltraum kein oben und unten, bei Raumstationen und Raumschiffen allerdings schon. Hat man ja das gemerkt. Also nicht, dass dann irgendwann mal kommt hier, es gibt doch gar kein oben und unten im Weltraum. Irgendjemand hat behauptet, dass dieser Planet eine höhere Schwerkraft hat als der Heimatplanet. Mm. Ist das richtig? Ach. Hören Sie nicht auf die. Ja, 1,2 G hat dieser hier. Okay. Das wird lustig. Ja. Mr. Flex, Sie müssen dran glauben. An was? Dass alles gut wird. Ich glaube da auf jeden Fall dran. Ist der auch irgendwie größer? Welche Strecke haben wir schon zurückgelegt? 25 Kilometer schon. Wir werden da unten sterben. Wir werden da sowas von sterben auf diesem Ding. Der ist zwar riesengroß, aber die Dichte ist niedrig, denn innen drinne im Kern ist Helium, deshalb kann der ja auch im Weltraum schweben und fällt nicht runter. Ach stimmt. Es ist ein riesiger Luftballon, alles klar. Das heißt, volle Kerre rein, vielleicht explodiert er dann. Dann kommen wir nochmal zur Frage, wo ist oben und unten? Was sagen eigentlich eure Sauerstofftanks? 72%. Ja, bei mir auch. Und was sagen eure Sauerstoffflaschen? Gar nichts, hab keine. 57%. Ich glaube, wir werden Verluste haben. Wie gesagt, wir müssen uns abwechseln. Mit Atmen. Das Problem ist, wenn die Schwerkraft des Planetens einsetzt, können wir uns nicht mehr abwechseln, weil dann können wir uns da nicht mehr großartig. Aber egal. Wir schaffen das schon. Paragliding. Der Commander wird überleben. Warum heißt das Ding Flex-Toilette? Ist egal. Oh Gott, oh Gott. So, mich irritiert aber, dass wir immer noch nicht in dem Einflussbereich der Gravitation von diesem komischen Planeten. Das kommt geschwind. Das kommt. Ist bald auch da. Dim, 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 dim. Gucke gerade, sehen wir das irgendwo? Ne, wir haben null. Also bei mir heißt das Schiff Small Ship 1474. Ich meine, ein Gutes hat die Sache. Wir werden gleich von ganz alleine hier runterstürzen. Ah, danke. Wofür danke? Ah, nö, schon gut. Und wie ich unser Glück kenne, wird es dann... Oh, die Schwerkraft hat übrigens eingesetzt. Ja. Wir sind... Was sind wir? Tief. Siehst du ja den Balken? Ja, ich sehe den Balken. Definier mal schief. Nicht gerade. Ja. Also bei mir fliege ich gerade auf das Ding zu. Also bei mir fliegst du so halb acht. So, ja. Das gefällt euch besser? Nein. Genau. Nein. Dreh um. Nein, bitte. Okay, dann stimmt irgendwas nicht. So. Also ich würde sagen, so sieht das ganz gut aus. Ich sehe da gerade, oh Gott, was haben wir? Sind das Wolkenstrukturen? Ich glaube, oder? Ja. Ich glaube, diese braunen, diese beige-braune Suppe, da sind Wolken, glaube ich. Lecker. Das sind die Abgase der Spillen. Ja, ein Vorteil hat die ganze, kann die Hydrogens fast da ausmachen, glaube ich. Der ganze Planet ist London bei der Industrialisierung. Wo sind denn die anderen Thruster? Exaktes Nachbild. Ionen-Thruster heißen die, ne? Small Iron Thruster Forward. Nee. Einfach nur Ionen, das steht ja schon. Iron. Glaub ich noch nicht. Nee, irgendeiner hat die wieder umbenannt, ja. Wir werden alle deshalb sterben. Small Thruster. Warum heißt das eine Iron Thruster und das andere nur Small Thruster? Irgendeiner hat doch wieder umbenannt, ja. Ich werd wahnsinnig. Ich verfluche sie, Saver. Was sagen eigentlich eure Sauerstoffvorräte? 60%. Ja. Wir sind recht tief, sehe ich gerade. Wir geht recht fix runter. Der steigt einfach mal aus. Echt? Seid ihr wieder drin? Ja, alles gut. Ihr macht mich wahnsinnig. Ich habe mal die Thruster angemacht.
So, es sind noch 30 Kilometer. Wer benennt da gerade die Trills um? Ich sehe das. Weißt du, also das andere Problem habt ihr nicht, außer ich das Schiff jetzt gerade umzubenennen. Wir stürzen gerade auf einen fremden Planeten ab und die fangen an, meine Bohrer umzubenennen. Also die Trills heißen jetzt erste Welt, zweite Welt, dritte Welt. Und Welt wird groß geschrieben übrigens, ja, genau. So, ich weiß nicht, ob wir hier bei Eis runterkommen oder nicht. Also, sie können dann allein die Schiffe vernichten. Nicht, weil die irgendwie kaputt gebaut sind, sondern weil die Software komplett umprogrammiert wurde und niemand mehr weiß, was bedeutet. Das ist okay. Nee, ich habe aber eine kurze Idee. Wenn wir... Nee, das ist eine blöde Idee. Na gut, schön. Was sagen eure Sauerstoffvorräte? 55%. Ja. Ich glaube, ich spare mal Sauerstoff, indem ich den Helm abziehe. Ja, genau. Was? Nicht? Alles gut? Zwei Sachen. Erstens, hinter diesen roten Bergen gibt es eine grüne Ebene, die sieht sehr interessant aus. Jetzt ist sie im Schatten verschwunden. Und zweitens, die roten Berge sind außerhalb der Atmosphäre. Das wäre ein perfekter Ort, um dort zu landen, ne? Eigentlich schon. Das heißt, das Problem ist, wenn ich da jetzt Schub gebe wie ein Berserker, verbrate ich unseren ganzen... Also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. A, wir versuchen da hinzukommen mit dem Schub, den ich habe. Und tanken dann da auf. Oder B, wir landen einfach da, wo wir... Ich glaube, wir landen einfach da, wo wir hier runterkommen. Ja. Ich würde aber diesen Berg bevorzugen, der direkt auf unserem Flugkurs ist, etwas nach rechts. Ja. Diesen Berg würde ich empfehlen. Du meinst den da? Ich meine den genau. Genau. Ja, das Problem ist, ich falle jetzt aber runter. Und dann müsste ich die ganze Zeit Gegenschub geben, um auf diesen Planeten... Ja, dann halt nicht. Oder sie gehen kurz in die Horizontale, geben da etwas Schub und dann treiben wir leicht in die Richtung. Das könnte man denken. Das Problem ist, dieses Spiel funktioniert so nicht. Ach so. Also das Problem ist, wenn ich jetzt Horizontalflug drauf habe, dann beschleunigt er mich weit. Das addiert sich dummerweise zwar, aber es gibt ja Maximalgeschwindigkeiten. Ach so. Und deswegen kann man leider nicht so paar richtige Parabeln fliegen, kann man leider nicht. Doch, das geht. Ja, in eingeschränktem Maße. Ja. Aber halt nur in dem Maße, in dem es die Maximalgeschwindigkeiten zulassen. Ich kann zum Beispiel keine Horizontalgeschwindigkeit größer als 100 Meter pro Sekunde erreichen. Ich habe Angst. Mit Mods geht's. Ja, aber mit Mods könnte ich euch nicht einladen, weil Mods und Multiplayer da so ein bisschen kollidieren. Und das geht runter. Wie hoch sind wir? 13.000? Mhm. Warum haben wir, erst 0,45? Das sieht doch mal interessant aus hier, oder? Hat doch was. Sobald wir unter der Wolkendecke sind, grüne Ebene. Steine oben. Wir werden alle sterben. Also ich übernehme die Verteidigung. Gegen wen? Spinnen. Okay. Ey. Die Spinnen sind gar nicht so böse. Wenn man sie näher kennt, dann sind sie eigentlich ganz nett. Okay. aber hier die großen grünen Ebenen mit gelben Flecken. Das sieht aus wie der Thüringer Wald. Thüringer Wald. Ich kenne Thüringer Würste. Wer sich jetzt fragt, warum ich mich so komisch ausgerichtet habe, ich richte das Haupttriebwerk nach unten. Ah. Kollisionskurs. Ja, dass wir die Ersten sind, die draufgehen, falls es schief ist. Ja, genau. Ich benutze euch. Wie hoch sind wir? Wie viel haben wir noch? Als Puffer. Ich glaube, ich steige aus und schiebe. Kilometer. Also wir sind unterhalb der Berge. Aber wir sind bei... Wenn wir jetzt hier aussteigen, wir kommen sicher an, oder? Probier es aus. Ich meine, ich habe da nichts gegen. Ja. Da können wir ja unten einsammeln kommen. Ich schalte mal kurz die Haupttriebwerke an, nur mal um zu gucken, wie es aussieht. Wah, das war der falsche Knopf. Ja, das geht ja. Es wird Perfekt. Jetzt keiner aussteigen. Wir werden alle gemeinsam landen und kollektiv auf diesem Planeten landen, aussteigen, betreten, Dingens. Kann mal einer die Höhe ansagen? 4000, 3800. Ich sehe Bäume. Also bitte nicht auf den Bäumen landen. Also ich werde permanent einfach die 3000 Meter. Schub, Dampeners on. Zwei halb. Oh, ich kann sein, dass ich zu spät angefangen habe zu bremsen. Nein. Nee, alles gut. Das reicht. Die Wolken sehen interessant aus. So, soll ich uns mal gerade ausrichten? Also wir haben noch 2 Kilometer. Ja.
Oh, das sieht interessant aus. Wie so. Ein Bild von Bob Ross. Ein was? Ich fall mal runter, ja? Hui. Dämpfe das auf. Oh oh. Schub. Nimmt der ab? Oh ja, er nimmt ab. Interessant. Kann ich annehmen, dass die kleinen weißen Punkte Eis sein könnten? Könnte sein. Nee, ich glaube nicht. Wo zum Teufel sind ich, wir? Also doch, ich glaube schon. Ich glaube ja. Schon, dass das so eher so Schnee aussehen, aber wenn man es abbaut, ist es wirklich Eis. Ich glaube schon, ja. Geh mal noch mal ein bisschen in die Eisen. Ah, das geht doch. Das geht doch. Ja, das sagst du. Wo seht ihr denn da weiße Punkte auf dem Boden? Auf den Bergen. Auf dem Berg. Wie soll man denn da hinkommen? Nein, laufen wir auf dem lila Gebiet rechts von uns. Aber landen sie doch erstmal, meine Güte. Bin ich ja weiß, dabei. Ich weiß jetzt endlich, wo wir sind. Wir sind in der Schweiz. Wo sind wir? Ach so, ja, die Schweiz, rote Bäume. Das ist alles. Jetzt, klar. Wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Eine lila Kuh, alles gut. Genau, das doch. Sieht schon einer Spinnen? Oh oh. Nee. Oh, da ist ein komischer Stein. Ich habe Angst. Hilfe. Nein, klappt alles. Alles gut. Seien Sie doch wieder. Nicht so vorsichtig. Wenn wir 5 Minuten auf dem Boden sind, dann sehen wir in der Ferne 20.000 Spinnen. Hm. Können wir Starship Troopers nachspielen? Ist das Gras unter mir? Ja. Oder eine grüne Flüssigkeit. Ist da irgendwo ein Baum Klipper. Unter mir? Nee. Ich muss aber sagen, es sieht eher aus wie Clipper. Sehen Sie diese Zellenmuster? Sie nannten ihn Clipper, den Delfin. Nein. Okay. Ich lande jetzt. 60 Meter. Ist da ein Baum unter mir? Nein.